Eigentlich wollte Hanna Winkler ja nur eben mal schauen, was es im Netz so für Brautkleider gibt. Doch daraus wurde für die gelernte Journalistin ein Herzensprojekt. Denn auf dem Weg zur eigenen Hochzeit fing sie an, Geschichten über geplatzte Träume in Weiß zu sammeln. Dadurch, dass ich halt selber sozusagen gerade dabei war, meine eigene Hochzeit vorzubereiten, haben mich die Geschichten natürlich mitgenommen. Und vor allem die Geschichten von den Frauen, deren Hochzeit nicht zustande kam, weil die Beziehung vielleicht gescheitert ist. Und ganz klar, in solchen Momenten fragt man sich, kann mir das auch passieren? Ja, ist es möglich, dass meine Hochzeit auch platzt? Es sind Geschichten, die sie so sehr berührten, dass die Journalistin ein Buch darüber schrieb. Verkaufe Brautkleid ungetragen. Denn über 5000 solcher Anzeigen gibt es, allein auf Deutschlands größtem Kleinanzeigenmarkt. Die Erlebnisse dahinter häufig traurig, manchmal dramatisch, immer schicksalshaft. Viele der Anzeigen offenbaren ja nicht wirklich, warum sie jetzt ungetragen blieben. Und ich glaube, bei vielen ist es dann doch so, dass sie ein bisschen skeptisch sind und denken, oh Gott, vielleicht hat das einer anderen Frau kein Glück gebracht, das Kleid. Und wer möchte schon ein Kleid kaufen, was halt einer anderen Frau kein Glück gebracht hat? Im Rahmen der Recherchen für das Projekt schrieb sie rund 2000 Frauen an und besuchte viele von ihnen zu Hause. 12 Geschichten porträtierte sie dann in ihrem Buch. Es flossen sehr viele Tränen, es sind sehr viele Emotionen freigesetzt worden und das hat mich doch echt überrascht. Ich muss aber sagen, ich glaube, der Grund daran, warum so viele Frauen halt so offen darauf reagiert haben, auf meine Anfrage, ist einfach, weil natürlich das Umfeld, gerade in den Fällen, wo die Hochzeit geplatzt ist, weil vielleicht die Beziehung gescheitert ist, das Umfeld reagiert dann sehr natürlich feinfühlig, sehr sensibel und versucht, das Thema nicht mehr anzusprechen. 3 von ihnen hat sie sogar mit der Kamera besucht und ihre Geschichten in einem bewegenden Film festgehalten. So wie bei Josie. Sie war bereits standesamtlich verheiratet und wähnte sich im 7. Himmel. Doch 10 Wochen vor der Hochzeit in Weiß, dann der tiefe Fall. Ihr Patrick macht Schluss und verschwindet über Nacht aus ihrem Leben. Ich habe schon irgendwie gemerkt, in der Woche ist irgendwie komisch, es passt zu irgendwas nicht. Also er war sehr verschlossen, sehr zurückhaltend. Dann kam dieser eine Abend eben. Wo er hier saß und mir einfach von jetzt aus gleich aus heiterem Himmel einfach gesagt hat, ich verlasse dich. Und das ist so dieser erste Moment, wo du denkst, du kannst nicht gehen. Wir heiraten in 2 Monaten, die Einladungen sind raus, es steht alles, du kannst nicht gehen. Und das ist einfach unvorstellbar, weil der Mensch, den du die letzten 4 Jahre an deiner Seite hattest, der 4 Jahre lang der Mann deines Lebens war, bei Hanna selbst lief es zum Glück positiver. Noch vor Abschluss des Projektes heiratete sie ihre große Liebe. In einem ungetragenen und ganz neuen Kleid. Doch die Erlebnisse aus dem Buch- und Filmprojekt führen ihr immer wieder vor Augen, was für ein besonderes Glück sie hat. Was mich am meisten wirklich beeindruckt hat, ist, dass egal wie diese Geschichte war, positiv oder negativ, aber die Frauen, die dahinter stecken, sind allesamt sehr, sehr starke, mutige Frauen. Und was mir das doch gezeigt hat, diese ganze Recherche für dieses Buchprojekt, ist, dass egal was im Leben passiert, irgendwie ist es doch für irgendwas gut. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja nicht nur für Hanna Winkler ein Happy End in Weiß. Denn aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben.